Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es eine Rezension von mir und zwar zu dem Buch Feeling Close to You von Bianca Iosivoni. Das Buch ist ja ziemlich neu bei Lux rausbekommen und ja, ich habe das Buch von Lux bekommen, habe mich riesig gefreut. Ich habe auch Band 1 von Lux bekommen, aber ich habe mit diesem Buch hier angefangen und zwar geht es hier um Tegan und ja, Tegan verdient sich nebenbei ein bisschen Geld, ja, indem sie zockt und so Livestreams macht und sowas und ja, was ziemlich cool ist und ja, eines Tages passiert es dann, dass sie einen der ja, größten Gamer besiegt, nämlich Parker. Sie merkt es zuerst gar nicht, dass sie ihn, ja, platt macht und ja, er kann es gar nicht glauben, dass er da von jemandem eiskalt abgemurkst wird und er weiß auch zuerst nicht, dass es sich bei Tegan um ein Mädchen handelt und ja, irgendwie kommt es dann und die beiden treten in Kontakt und ja, da funkt es dann schon so ein bisschen und das ist so der grobe Inhalt, worum es in diesem Buch geht und ich muss sagen, ich bin hin und weg von dieser Geschichte. Ich bin eigentlich so ganz ohne Erwartungen rangegangen und diese Geschichte hat mich komplett vom Hocker gehauen. Ich fand sie unglaublich, so viel kann ich euch schon mal vorab sagen. Ich denke, zum Schreibstil muss ich nicht viel sagen. Der Schreibstil war wirklich locker, flüssig, so wie man das eigentlich von Bianca gewohnt ist. Also da war jetzt nichts irgendwie, wo ich sagen würde, okay, es war kompliziert, es war einfach so cool. Es ließ sich super, super leicht lesen. Ich mochte halt die beiden chatten, ich mochte diese Chatverläufe und die Nachrichten zwischen diesen beiden sehr, sehr gerne. Also es war echt richtig cool. Ich finde, die Charaktere fand ich auch wirklich klasse. Ich mochte Tegan, ich fand sie so, so cool. Ich wirklich, also sie, ich fand sie einfach mega cool als weibliche Hauptprotagonistin. Sie hat mir total gut gefallen. Ich mochte alles an ihr. Ich fand ihre Probleme realistisch und greifbar. Ich fand, ja, so ihre ganze Denkweise cool. Und ja, so mit dem Game und alles, was sie da macht, das war einfach, ich fand's super gut. Und auch Parker, den mochte ich auch unglaublich gerne. Ich finde, Parker ist einfach so ein toller Kerl. Ja, auch bei ihm kann ich nur sagen, ich fand die Charaktere wirklich klasse. Und was ich noch lieber mochte als die einzelnen Charaktere, waren die beiden zusammen. Ach, die beiden Protagonisten zusammen, die waren einfach unglaublich und toll. Ich fand, es war so harmonisch und nicht langweilig. Auch wenn es mal ruhig war, war es nicht langweilig. Es war einfach cool. Die beiden, finde ich, die passen so gut zusammen wie Arsch auf Eimer, wirklich. Ich finde, die haben sich gesucht und gefunden. Was fällt denn da die ganze Zeit raus? Oh, mein Lesezeichen. Die beiden, die haben sich einfach gesucht und gefunden. Sie passen so, so gut zusammen. Und ich muss sagen, ich mochte diesen ganzen Gaming-Aspekt. Das war mal etwas völlig Neues. Ich weiß, es ist sehr, sehr schwer, das Rad neu zu erfinden, weil es einfach so vieles schon gibt. Und ich bin auch kein Mensch, der sagt von wegen, ja, kennt man so schon, weil es ist einfach normal. Eigentlich mittlerweile kennt man schon so gut wie alles. Es ist wirklich, wirklich schwer, wirklich mal was Neues zu machen. Aber ich finde, Bianca hat das mit diesem Buch geschafft. Sie hat wirklich mal was Neues gemacht, weil, wie gesagt, mit diesem ganzen Gamer-Zeug, sage ich jetzt einfach mal, was sie da geschaffen hat für eine Welt, die fand ich so unglaublich. Man hatte schon oft gelesen, dass die Protagonisten, ich sag mal, so wie wir sind, so, ja, so Bücherliebhaber und über Bücher bloggen oder was auch immer, aber so mit Gaming hatte man noch nicht. Also habe ich persönlich noch nicht gelesen und deswegen war es für mich völlig neu und ich habe das wirklich, wirklich sehr dolle geliebt. Und ich muss sagen, ich habe die ganze Zeit, während ich gelesen habe, so Lust bekommen zu spielen. Sei es Sims oder an der PlayStation irgendwas. Ich habe so, so Lust darauf bekommen, wirklich. Und man hat einfach so viele coole Feelings gehabt. Also wirklich, ich hatte beim Lesen, es war einfach so schön. Es hat mich einfach total beflügelt. Es hat mich super gut unterhalten. Und ich hatte einfach so richtig geile Feelings, weil ich konnte die Protagonistin oder die Protagonisten wohl eher, ich konnte die so gut verstehen, weil ich vieles davon kenne und vieles nachvollziehen kann. Zum Beispiel waren die auf einer Messe und dann die Feelings, die da während der Messe beschrieben werden, die waren einfach so, ja, die passten so gut zu den Feelings, die man selbst schon mal hatte.
bei der Messe oder was weiß ich wo. Und deswegen konnte man sich da super reinversetzen. Aber es war trotzdem eine andere Thematik. Es waren halt nicht Bücher, sondern es war halt Gaming. Und ich fand das wirklich klasse. Ich mochte das total gerne. Es hat mich sofort beeindruckt und hatte mich, ich glaube, schon direkt auf den ersten Seiten. Es war lustig. Es war einfach, dieses Buch hatte für mich ein perfektes Gesamtpaket und ich kann es euch nur empfehlen, lest es. Es ist so ein tolles New Adult Buch und auch an Tiefgang hat es nicht gefehlt. Es war ein spezieller Tiefgang da. Nicht zu viel, was ich finde, hätte aber auch nicht zur Geschichte gepasst. Aber so ein bisschen war da was und ich finde tatsächlich auch die Probleme der Protagonisten waren für mich sehr realistisch, nicht abgedroschen. Ich fand das einfach super und ich kann euch sagen, ich bin rundum von diesem Buch begeistert und sag euch, ihr müsst es alles lesen, weil es einfach klasse war. Und ansonsten soll es das von meinem Video auch schon gewesen sein. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr das Buch kennt und ja, wie ihr es findet oder ob ihr vorhabt, es zu lesen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Tschüss!